Alle Boote gut weggekommen, sehkräftige Pandelschläge und das Boot ist auf Geschwindigkeit. Jetzt heißt es durchhalten, synchron bleiben, den Rhythmus finden oder den letzten Drittel, wie auch schon so oft erwähnt, in den ähnlichen Sport zu gehen. Das Finale um den Mobilitätspokal. Teams ziemlich gleich drauf, noch hat sich niemand als klarer Sieger hier favorisiert. Aber das wird jetzt geschehen, denke ich. Denn jetzt geben Team noch mal richtig Gas, man kann es deutlich sehen. Team 1, 2, 3, die wilde 13, Schulter 13, Auto und Active Fitness liegen vorne. Active Fitness liegt es noch mal richtig los. Letzter Endspurt auf Ziel, wird aber doch noch mal stark attackiert von den anderen. Aber ich glaube, es geht als erster ins Ziel. Das Boot von Active Fitness.